Ja, liebe Gartenfreunde, ihr wisst ja gar nicht, was mir schon wieder passiert ist. Ich war gestern beim Einkaufen, hab die letzten Lebensmittel geholt, die ich noch brauche. Und da ist mir tatsächlich wieder was in meinen Einkaufswagen gesprungen. Nämlich das hier. Habe ich noch nie gesehen bei einem Discounter. Es sind Feigen. Und diese Feigen sind schon bald aus diesen kleinen Töpfen herausgewachsen, dass ich sie in größere Töpfe reinsetze. Da ich keine Ahnung habe über Feigen, habe ich mich bei jemandem schlau gemacht, der das nebenberuflich macht. Hauptberuflich ist er Steinmetz. Und zwar der Tobias Kabel. Der Kanal von ihm werde ich unten verlinken. Da könnt ihr euch schlau machen über alles, was es mit Feigen zu tun hat. Und auch ich habe mich informiert. Und er mischt seine eigene Erde an. Und was er da alles reinmacht, das werde ich jetzt umsetzen in kleineres Gefäß. Hier nehmen zum Umtopfen werde ich diese 25 cm Töpfe. Der Boden ist bedeckt mit Kiesel. Tobias nimmt Granitsplitter her. Die hat er übrig als Steinmetz. Ich habe es nicht, deswegen nehme ich diese Kiesel her. Da es drei Töpfe zu füllen gibt, werden wir mal zwei Töpfe Blumenerde hier in Schubkarren füllen. Zu dieser Erde kommt die Hälfte ungefähr davon nochmal als Granulat, als Tongranulat dazu. Das macht die Erde locker. Das Wasser läuft leichter ab. Dann hat er noch Urgesteinsmehl dazugegeben. Und ganz wenig Tomatendünger. Über die Mischung kann man streiten. Schaut's den Film an beim Tobias. Er hat einen Schubkarren voll gemacht. Ich denke, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil es das erste Mal ist, dass ich Feigen habe. Aber mein Gefühl sagt mir, so ein bisschen Urgesteinsmehl geht schon noch. Und ein bisschen mehrer Tomatendünger. Ja, und dann wird das Ganze vermischt. So, ich werde jetzt bei jedem Mal
ein bisschen was reinfüllen. Und stell mal die Feigen oben drauf. Hier gehört noch ein bisschen mehr rein bei der rechten. Jetzt wird man mal die Feige hier aus dem Topf rausnehmen. Naja, Wurzeln sind jetzt noch nicht so. Könnten ein bisschen mehr sein. Aber vielleicht geben sie jetzt Gas, wenn sie im anderen Topf sind. War jetzt die erste, die stellen wir gleich mal weg. Jetzt kommt die nächste. Hier wäre aber auch noch mal ein bisschen Erde drunter machen. Hier sieht man besser, dass die Pflanze gut durchwurzelt ist. Hier kann ich auch mal von unten ein bisschen Erde rausstreifen. Und die dritte Pflanze, auch hier gibt es noch ein bisschen extra. Ja, hier sieht man es ganz gut. Wie schön die Wurzeln sind. So.
Hier beim Pflanzton hat er keine Angaben gemacht, wie groß die Kügelchen sein sollen. Die 2 bis 4 mm waren mir ein bisschen zu klein. Jetzt habe ich 4 bis 8 mm hergenommen. Ja, ja. Ist erstmal ein Versuch, ob es was wird. Und zum Schluss wird das Ganze noch ein bisschen angegossen. So, das sollte reichen fürs erste Mal. Ihr habt es ja selber gesehen, ich kann gar nichts dafür. Ich wollte bloß ein bisschen Lebensmittel kaufen und schon stand in meinem Einkaufswagen und wollten mit und schon habe ich ein Experiment mehrer. Also schimpft eure Gärtner, eure Gärtnerinnen nicht, wenn sie mal ein Pflänzchen mehrer heimbringt. Denkt dran. Letztendlich wird es von beiden gegessen, was dabei rauskommt. Aber bevor sie jetzt ins Haus kommen, kommt noch eine Schicht Streu obendrauf. Und zwar ist das Hanfstreu. Das verhindert, dass die Pflanze zu schnell austrocknet. Ihr seht es, ich mache alles, was der Tobias Kabel auch macht. Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Natürlich hat er jahrelange Erfahrungen mit der Feige, was mir fehlt. Und für alle von euch, die auch Lust bekommen haben, mit Feigen was zu probieren, schaut mal beim Tobias Kabel vorbei. Er hat einen eigenen Shop. Ich habe nichts davon, also keine Angst, dass ich da was profitiere. Aber lieber schicke ich euch zu jemandem, der eine Ahnung hat. So. Das war's. Und jetzt können sie ins Haus getragen werden. Ja, meine lieben Gartenfreunde, die Feigen sind umgetopft in größeren Töpfen mit der richtigen Erde, mit dem richtigen Dünger angegossen. Ich werde sie jetzt aber trotzdem zurück ins Haus stellen. Ich weiß nicht, ob man Feigen auch abhärten soll, aber sie sind ja geliefert worden in solche Pappschalen, wo kein Licht groß drauf gekommen ist. Und ich denke, ich werde sie genauso langsam an die Sonne, an den Wind gewöhnen, wie die anderen Pflanzen, nur dass die nicht ausgepflanzt werden. Die kommen hinter in den Garten an einen schönen, warmen Platz.
und dann lasse ich sie wachsen. Feigen hat man länger, wenn sie recht gut sind. Ich kann mich erinnern, als Kind hat unser Vater zu Weihnachten Feigen mitgebracht. Ja, das war schon sehr viel. Wir waren 6 Kinder. Die meisten mochten es nicht, weil es so eine klebrige, süße Geschichte war. Aber ich habe den Geschmack noch gut in Erinnerung. Das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's es gut, bleibt's gesund, pfiat euch.